was du nicht willst, was man dir tue, das füg auch keinem anderen zu. Müsste man Ziel und Inhalt des christlichen Lebens in einem Satz zusammenfassen, könnte man auf diese Kurzformel aus der Bergpredigt Jesu kommen. Doch oft liegen Welten zwischen dem, was man weiß und versteht, und dem, was man lebt und praktiziert. Unsere Taten verraten, dass wir alle keine Engel sind. Manchen von uns tun die eigenen Fehler und Versäumnisse leid. Andere haben ein dickes Fell und merken gar nicht, was sie anrichten. Im Beten, im Reden mit Gott, hat jeder die Chance, ehrlich zu werden und sich zurechtrücken zu lassen. Ein Gebet, formuliert von Ruth Rau, kann uns dabei helfen. Herr, hilf uns, unsere Waffen abzulegen, die scharfen Worte, die bösen Blicke, die verletzende Sprache, die giftigen Angriffe, die lähmende Überheblichkeit, das erdrückende Kraftprotzen, die atemberaubenden Frechheiten, den beißenden Spott und all das, womit wir sonst den alltäglichen Kleinkrieg führen. Herr, gib deinen Frieden hinein in unsere Sprache, in unsere Blicke, in unsere Hände und Füße, in unseren Intellekt, in unsere Fantasie, in unser Herz. Würden wir so beten und leben, wir kämen auf den grünen Zweig eines friedfertigen, respektvollen Miteinanders. Ich stelle mir vor, und ich hab's erlebt, dass man erntet, was man sät. Großmut erzeugt Großmut. Gelebte Nächstenliebe pflanzt sich fort. Versöhnungsbereitschaft zieht Annäherung und Neuanfang nach sich. Schöne neue Welt. Warum eigentlich nicht?